Hi, hier ist der Olli von Session in Frankfurt am Main und ich zeige euch heute von Maxon den OD808. Maxon OD808. Was gibt's dazu zu sagen? Es ist ein Overdrive-Pedal, dafür steht das OD. Kleine grüne Kiste, davon gibt's eine ganze Menge. Es ist aber nicht vermessen zu sagen, dass das Original ist. Maxon hat früher für eine andere bekannte japanische Firma eben dieses grüne Pedal gebaut. Wenn man so die 70er Jahre Tube Screamer aufschraubt, hinten steht auf der Platine eben drauf, made by Maxon. Das Witzige ist, dass es mittlerweile einen ziemlichen Hype um diese alten Dinger gibt. Speziell um ein kleines Bauteil, was da drin ist. Das ist ein bestimmter IC, ein Chip, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Das muss ich jetzt gerade mal ablesen. Und zwar ist es der 4558-Chip. Den gibt es einmal in der japanischen Herstellung und dann nochmal in der malaysischen Herstellung von Texas Instruments. Und die klingen unterschiedlich. Und da gibt es einen riesen Hype drum. Es gibt 82 Foren im Internet, die sich damit befassen. Und wenn man also wirklich das Original haben will, dann kommen wir jetzt zu dem Maxon, weil die haben das Ding ursprünglich gebaut. Und was wir vor uns haben, den OD808, ist eben genau dieser Schaltkreis von damals mit diesem 4558-Chip drin, aus der japanischen Fertigung. Und damit kommt man eben so nah wie möglich an das ran, was viele Sammler heute suchen und wofür viele 100 Euro ausgegeben werden für so ein Originalteil eben. Was ihr eben gehört habt, war ein angecrunchter Marshall JVM und ich habe den OD808 davor gemacht. Der Grundsound von Marshall war der, wie vergleichbar mit einem aufgedrehten Plexi oder 800er Marshall eher. Um eben so ein AC/DC-Feeling zu bekommen. Ich habe übrigens von Maxon auch noch gleich das Analog-Delay mitgebracht. Das habe ich jetzt eingeschliffen hier hinten. Und um dann eben ein bisschen mehr Fleisch für das Solospiel zu bekommen, habe ich eben den Maxon davor gemacht. Und dann kommen wir zu so einem Ergebnis. Also ihr merkt, in dem Moment, mache ich mal das Delay raus, in dem Moment, wo ich den Maxon anschalte, kriege ich klar mehr Gain, weil dafür ist er da, er pfeift die Vorstufe eben ein bisschen an. Ich habe jetzt hier so die typische V-Einstellung genommen mit ein bisschen mehr Output hier drüben. Also hier drüben ist der Volume-Regler, hier ist der Overdrive-Regler und ich habe die Höhen ein bisschen zurückgenommen. Und damit kriege ich ein Amp ganz gut ins Singen. Also man merkt sofort, dass der Sound, der Ton viel schneller umklippt. Aber, und das merkt ihr auch, das Ding verändert quasi nichts an dem eigentlichen Sound vom Amp. Das sollte ja sein, weil ich kaufe mir ja nicht eine Gitarre und ein Amp, um dann ein Pedal dazwischen zu schalten und es klingt wieder alles ganz anders, wenn ich dann mal ein Solo antreten will. Also so wenig wie möglich Veränderungen am Grundsound. Was das Ding macht, ist die Mitten minimal anboosten, weil das ist das, wo eben ein Solo gesucht wird, irgendwie in dem mittleren Bereich, da will ich hin. Da müssen muss der EQ angehoben werden und dann komme ich eben mehr zur Geltung in der Band. Das Feature, dass ich eben mehr Gain bekomme und mir ein bisschen Lautstärke-Schub reinholen kann, hilft noch dazu. Was sind die Möglichkeiten, die ich damit habe? Ich kann, wie gesagt, einen angezerrten Amp anblasen damit, indem ich ihn davor schalte und kriege mehr Gain. Ich kann aber auch hingehen und kann mir jetzt einen cleanen Amp nehmen.
Hören wir mal hier die Einstellung. Ich lasse jetzt mal die Einstellung so, dass wir einfach merken, was passiert. Nahezu cleaner. Marshall. Gut, wenn ich jetzt mit dem Overdrive nach oben gehe, bekomme ich eben dieses typische Tube Screamer Ding. Er wird schön cremig, also praktisch das, was passieren würde, wenn ich den Amp jetzt mehr in die Endstufen zerre, bringe. So ein richtig schöner, fetter, cremiger Sound. Und ihr habt gemerkt, er bleibt trotzdem dynamisch. Also es ist nicht so, wie es normalerweise passieren würde, wenn ich jetzt den Amp auftrete, dass er dann einfach komprimiert, sondern der, wenn ich ihn so fahre, mit dieser Einstellung davor, kann ich immer noch regeln zwischen... Und eben Vollanschlag. Ja, also ich habe es mit dem Volumenpotty ganz gut in der Hand, immer noch das Gain zu regeln, obwohl ich jetzt noch einen Verzerrer da dazwischen habe. Ja. Verzerrer, auch vielleicht nochmal zu erklären, es gibt Overdrive und Distortion. Overdrive ist eben das, was du bekommst, wenn du den Amp aufdrehen würdest, und Distortion ist das, was du über die Vorstufe von so einem Amp hier bekommst, eine wirkliche Verzerrung, die eben von der Kante her, von der Wellenform eher kantenförmig ist und nicht so rund. Also im Großen und Ganzen ist ein Distortion eigentlich der aggressivere Verzerrungseffekt, und das hier ist wirklich das, was du von einem alten Tube-Amp bekommst. Okay, Einsatzbereich, wie gesagt, in einem Clean-Sound, in einem angezerrten Sound. Ich habe aber auch schon jede Menge Leute gesehen, die das auf einem total verzerrten Sound einsetzen, um eben nochmal für Solo noch ein bisschen mehr Gain rauszukitzeln. Letztens zum Beispiel den Gitarristen von Testament gesehen, Alex Skolnick, der es vor seinem DSL-Marshall hatte, mit einer Ibanez-Klampe, und dann spielte und irgendwann beim Solo draufdrückte, weil er vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt und brauchte ein bisschen mehr Gain, dann kriegst du eben auch hier mehr raus. Billy Sheehan ist zum Beispiel auch ein Benutzer von Tube Screamern von alten, die er vor seinen Ampeg oder mittlerweile hart geschaltet, um eben diesen Growl hinzukriegen, wenn er wirklich so eine Verzerrung haben will und den Ampeg nicht ganz so weit aufreißen will, dann komprimiert es nämlich wieder. Tube Screamer vor, also auch für Bassisten eine nette Sache. Ja. Gehen wir noch ein bisschen ein auf die Historie. Overdrive, Maxon, habe ich gesagt, eigentlich das Originalteil. Mittlerweile jetzt wieder erhältlich. Es ist ein Reissue. Der ist komplett baugleich mit dem 70er-Jahre-Teil. Einziger Unterschied ist der, es gibt hinten ein paar Ausgangswiderstände, die wurden verändert, weil es dann weniger rauscht. Also eigentlich nur zum Vorteil, soll aber keinen Einfluss haben auf den Sound oder die Dynamik von dem Pedal. Also nicht ganz original, aber irgendwie schon. Ja. Was es natürlich gibt, und jetzt scheue ich mich nicht auch mal die Originale zu nennen, es gibt den TS-808, das Reissue eben von Ibanez. Ja. Was damals in den 70ern aufkam, war diese gelbe Kiste. Das ist auch nichts anderes als das, was wir hier haben in grün. Und dann gibt es vom Full Drive natürlich den von Fulltone in Full Drive, auch eine 808-Nachbau. Alles in verschiedenen Preisklassen. Ich will jetzt hier nicht werten und vergleichen. Das soll jeder für sich alleine machen. Das überlasse ich auch den 82 Foren im Internet, die das irgendwie besser können. Fakt ist der, ich habe hier ein Pedal für erschwingliches Geld, was ziemlich nah am Original ist und wir wirklich sagen können, es macht das, was es soll. Es macht nämlich mehr Gain. Gehen wir nochmal auf den verzerrten Sound. Thank you.
Und es gibt mir eben die mehr Mitten, dass ich mich besser durchsetze. Und das tut es auch. Und jetzt wollen wir gerade mal Gitarren wechseln. Nicht nur bei Humbuckern, sondern natürlich auch bei Single Coils. Jetzt habe ich hier die schöne Tele mir gerade mal aus dem Laden geschnappt. Die ist neu reingekommen. Passend zu Weihnachten. Im schönen Grün. Gut. Den nehmen wir uns mal. Gehen wieder auf den Clean Sound. Und schauen mal, was passiert. Da klingt er eigentlich ziemlich fad und dünn und mit dem Tube Screamer dran kriege ich auf einmal dieses Rotzige rein. Ja? Genau das will ich von dem Teil, genau das macht es. Gehen wir noch einen weiter und gehen wir noch mal auf den Zerre-Sound. Ein bisschen weniger rein. Da merkt man es jetzt ziemlich krass. Ich gehe mal wieder ein bisschen weniger Overdrive. Bleibt mir der ganze Charakter von der Gitarre und von dem Amp-Sound erhalten, nur eben Lautstärkesprung und gib ihm. Ja? Gut, grüne Gitarre, grünes Pedal. Ich glaube, ich habe alles gesagt darüber. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt den bei uns antesten, im Laden natürlich. Vergleicht ihn mal gegen die anderen Produkte, die es so gibt. Mittlerweile hat jede Firma ihr kleines grünes Pedal, die so auf dem Markt herumfliegen. Das Original, wie gesagt, habt ihr hier. Dazu noch in einem relativ günstigen Preis gegenüber vielen, die sagen, sie wären das Original. Checkt's an, probiert's im Laden aus, bestellt's im Internet. 33 Tage, 66 Tage, es ist alles bekannt. Mein Name ist Oliver Hartmann, Session Music Frankfurt am Main, haut rein.